Heute machen wir einen Ausflug zu der Burg. Oh, hier gibt es so viel zu sehen. Oh, schaut mal. Barbie, sei vorsichtig, das ist echt gefährlich. Ach Quatsch, da passiert nichts. Ich bin nur neugierig. Ah! Oh! Mensch, Barbie. Oh, schaut mal dieses Schwert. Mach ein Foto. Warte, warte, halt still. Oh, das ist ja schwer. Um Himmels Willen, Barbie, lass das Schwert da. Ach Quatsch, guck mal. mein Fuß, mein Fuß. Ups, Ken, es tut mir leid, es tut mir leid. Oh, das tut so weh, ich kann nicht mehr gehen, ich kann nicht mehr gehen. Komm, Ken, ich bring dich zum Arzt, es tut mir leid. Keine Sorge, wir sind gleich da. Oh, Schreck, Ken, Barbie, was ist denn passiert? Wir hatten einen kleinen Unfall, wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Kein Problem, natürlich. Na los, setzt euch hin. Ich warte hier. Ken, lass uns mal schauen. Tut es hier weh? Nein, da tut's nicht weh. Weiter am Fuß unten. Und hier? Nein, da auch nicht. Nur mein Fuß, nur mein Fuß. Oh, du hast eine ganz tiefe Wunde an deinem Fuß. Ganz wichtig, zuerst müssen wir die Wunde desinfizieren. Jetzt müssen wir den Fuß endmal röntgen, um zu sehen, ob auch alles heile ist drin. So, mal schauen. Dein Knöchel ist etwas angebrochen, Ken. Oh nein, oh. Oh, Schreck, Barbie. Na los, ich helfe dir wieder auf. Es ist nicht so schlimm. Oh nein, heißt das, ich kann keinen Fußball mehr spielen? Leider nicht, Ken. Für die nächsten Wochen musst du dich erstmal ausruhen. Aber keine Sorge, es verheilt wieder und ich mache dir gleich erstmal einen Gips drum. Das tut jetzt gleich etwas weh, Vorsicht. Fertig. Siehst du, war nicht so schlimm. Oh, aber wie soll ich denn jetzt laufen? Keine Sorge, Ken. Ich habe hier eine Krücke für dich. Damit klappt's. Siehst du, Ken, das machst du schon prima. Oh, komm, ich helfe dir. Es tut mir so leid. Danke, Dr. Auer. Kein Problem. Tschüss. Hallo, ich möchte gerne Dr. Auer sehen. Hallo, Supergirl. Na klar, nimm Platz. Hallo, Dr. Auer. Hallo, Supergirl. Na, was kann ich für dich tun? Hallo, ich habe ein Riesenproblem. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann nicht mehr fliegen. Schau. Siehst du? Das ist ja komisch. Na los, setz dich. Wir finden schon eine Lösung. Tut das weh? Da sieht alles in Ordnung zu sein. Deine Reaktion ist super. Jetzt messen wir erstmal die Temperatur. Vielleicht hast du ja Fieber. Hier ist auch alles super. Komisch. Oh nein, vielleicht werde ich nie wieder fliegen können. Keine Sorge. Lass uns überlegen. Schläfst du auch gut? Nein, ich schlafe gar nicht gut. Dann weiß ich, was dir fehlt. Ich glaube, du musst etwas schlafen. Hier, du kannst auf dem Sofa schlafen. Supergirl, ich glaube, du brauchst einfach nur einen richtig langen Schlaf. Ruh dich aus. Oh, ich kann aber nicht schlafen. Ich kann nicht so einfach einschlafen. Dr. McStuffins, kannst du Supergirl einen Tee zubereiten? Ja, ich habe einen super Beruhigungstee. Hier, der Tee ist fertig. Prima, vielen Dank.
So, Supergirl, trink ein bisschen. Ah, oh, der ist ja lecker. So, und damit das Licht dich nicht stört, habe ich hier noch eine Schlafmaske. Ich glaube, es ist Zeit, Supergirl aufzuwecken. Supergirl, steh auf. Oh, ich habe super geschlafen. Du siehst richtig frisch aus. Na los, probier mal zu fliegen. Vielleicht klappt's ja jetzt. Oh ja, es klappt. Super. Danke, Dr. Auer. Juhu. Flieg vorsichtig, Supergirl. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, ich muss hier erstmal hochkommen. Oh, so viel Staub. Oh, wer ruft mich denn jetzt an? Oh nein, Barbie, geht's dir gut? Was ist denn passiert? Oh, ich bin runtergefallen vom Stuhl. Oh, wir müssen unbedingt zum Arzt. Na los, ich helfe dir. Na los, wir müssen uns beeilen, Barbie. Mach dir keine Sorgen. Hereinspaziert. Oh, Dr. Auer, Barbie hatte einen Unfall. Was ist denn passiert? Ich habe geputzt und dann bin ich vom Stuhl gefallen. Mein Arm tut super doll weh. Ach du Schreck. Setzt euch erstmal hin, ich schau mir das genauer an. Barbie, zeig mir mal, wo es genau weh tut. Oh, hier an meinem rechten Arm. Oh, dann müssen wir aber erstmal ein Röntgen machen, um zu sehen, ob auch nichts gebrochen ist. Mal schauen. Oh, es ist etwas angebrochen. Was? Gebrochen? Der Knochen ist gebrochen? Ganz ruhig, Ken. Er ist nur etwas angebrochen. Das kriegen wir schnell wieder hin. Hier haben wir eine Schiene und einen Verband. Das wird alles gut zusammenhalten, damit es schnell wieder verheilt. Muss ich das lange dran behalten? Das behältst du bitte 2 Wochen an und dann kommst du nochmal zu mir. Ich glaube, dann machen wir einen kleinen Urlaub am Strand. So kannst du dich gut erholen. Das ist eine super gute Idee. Damit du deinen Arm nicht zu sehr bewegst, mache ich dir eine Stütze ran. Oh, das hat gar nicht wehgetan. Danke, Dr. Auer. Komm, Barbie, ich helfe dir. Tschüss, ihr beiden. Wir sehen uns in 2 Wochen. Na los, geh weiter. Oh, Mama Pig, was ist denn mit Peppa los? Das Husten hört sich ja gar nicht gut an. Ja, sie ist krank. Oh, damit wir uns nicht anstecken, ziehe ich mir erstmal meine Maske an. Und ihr kriegt auch eine. So, jetzt höre ich erstmal an, was da los ist, Peppa. Das hört sich alles in Ordnung an. Mal schauen, ob du Fieber hast. Oh ja, du hast etwas Temperatur. Peppa hat die ganze Woche nur Eis gegessen. Ja, aber nur 5. 5 Eiscreme ist aber ganz schön viel, Peppa. Wir geben dir erstmal ein schönes warmes Fußbad. Oh ja, das Wasser ist sehr warm. Na los, setz dich hier hin. Oh, das ist ja sehr heiß.
Halt durch, Peppa. Es wird dir auf jeden Fall gut tun. Mama Pig, du musst aufpassen. Peppa darf nicht mehr als ein Eiscreme die Woche essen. Ja, ich werde aufpassen. Hier habe ich noch etwas Sirup für deinen Husten, Peppa. Hier, den Hustensirup könnt ihr gerne mitnehmen. Peppa, du bist fertig. Danke, Dr. Auer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr beiden. Bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Interessanter Pullover. Ja, und so grelle Farben. Oh, ich bin so nervös. Und der nächste Look ist inspiriert in Paris. Oh, was für ein schöner Hut. Ja, und hast du die Stiefel gesehen? Barbie, du bist die Übernächste. Zieh dich um. Na gut, ja, mache ich. Oh, bin ich nervös. Oh, ein Traum, dieses Ballkleid. Schau, schau, Barbie ist dran. Oh, atemberaubend. Barbie, na los, du schaffst das, du schaffst das. Ich helfe dir. Sie muss unbedingt zu Dr. Auer. Ja, Barbie, ich bring dich. Ken, Barbie, was macht ihr denn hier? Was ist denn passiert? Barbie ist vom Laufsteg gefallen und hat ihren Fuß umgeknickt. Kommt rein und setzt euch hin. Na los, vorsichtig. Oh, mein Fuß tut so weh. Au. Zuerst muss ich deine Schuhe ausziehen. Oh, ich hoffe, das tut nicht weh, Barbie. Jetzt können wir alles röntgen. Ach du Schreck. Dein Knöchel ist gebrochen, Barbie. Gebrochen? Oh nein! Barbie, du brauchst nicht zu weinen. Zuerst mache ich etwas Creme drauf und dann bekommst du einen Gips. Und es wird schon von alleine verheilen. Und jetzt fertige ich deinen Gips an. Oh, ich will da gar nicht hingucken. Barbie, mach dir keine Sorgen. Das ist gar nicht so schlimm. Barbie, Ken hat recht. Jetzt kommt noch der Verband drum. Barbie, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich möchte der Erste sein, der da unterschreibt. Und ich male dir ein Herzchen drauf. Danke, aber wie lange muss ich das tragen? Einen Monat lang, Barbie. Und in einem Monat kommt ihr beide wieder zu mir und dann nehme ich diesen Gips ab. Komm, Barbie, ich bring dich nach Hause. Oh, danke, Ken. Was würde ich bloß ohne dich tun? Barbie, vergiss deine Krücke nicht. Danke, Dr. Auer. Morgen? Morgen passt gut. Hereinspaziert. Ja, ich muss auflegen. Okay, tschüss. Ach. Ach.
Hallo Barbie, und? Wie geht's deinem Knöchel? Mir geht's gut. Übermorgen ist eine neue Fashion Show. Und mein Fuß juckt etwas. Oh, herzlichen Glückwunsch. Lass mal schauen, ob alles gut verheilt ist. Und Barbie, wie fühlt sich das an? Oh, ungewohnt, aber gut. Dein Knöchel ist super verheilt. Und ich glaube, du kannst übermorgen auch bei der Fashion Show mitmachen. Hallo Barbie. Ich habe uns Tickets besorgt für den neuen Film. Ich warte auf dich im Auto. Seid ihr etwa zusammen, Barbie? Ja, er ist super süß und hat jeden Tag auf mich aufgepasst. Sieht aus, als wärst du wieder ganz gesund. Sei bitte vorsichtig übermorgen bei deiner neuen Fashion Show. Ja, ich werde ganz vorsichtig laufen. Danke, Dr. Auer. Tschüss, Barbie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.